Alle tun es und keiner will es gewesen sein. Lästern gehört zum Büroalltag scheinbar dazu. So zumindest die Auffassung und die Theorie von Digital Talents. Meine Meinung dazu gibt's wie immer nach dem Intro. Hallo Freunde des Software Entertainments, mein Name ist Roland von Never Code Alone und ich bin PHP-Trainer für Testing und Refactoring. Wenn mich persönlich Sachen triggern, dann löst das persönlich bei mir Gedankenspiralen aus und die können mich buchstäblich wahnsinnig machen. Lästern ist etwas, was ich ganz schlimm finde. Bei meiner Recherche zu dem Thema bin ich allerdings darauf aufmerksam geworden, dass es bei dem Begriff Lästern mehr darum geht, wenn man über Mitarbeiter oder Vorgesetzte oder sonstige lästert. Das war gar nicht meine Intention, sondern meine Intention war es, wenn Entwickler über die Softwarequalität in Projekten lästern und diese allerdings nicht ändern. In meiner beruflichen Laufbahn hatte ich hier bei Agenturen ganz besondere Härtefälle. Einer meiner ersten Lead-Developer-Vorgesetzten, ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, hatte sogar eigens eine Doof-Tasse und hat jeden Tag, den ganzen Tag über alles gelästert. Das hat meine Meinung extrem runtergezogen und ich bin am Ende auch nicht mehr gerne zur Arbeit hingegangen. Zusammengefasst kann ich also sagen, Lästern schadet bei mir dem Projekt, meiner Familie, meinen Freunden, meinem ganzen Leben und natürlich irgendwie meiner Einstellung zu der Firma, bei der ich arbeite und zu den Kollegen, in deren Kontext ich mich befinde. Als Headline hat sie Digital Minds hier: Kollegen, aufgepasst, wer lästert, schadet sich selbst. Im weiteren Abschnitt kommt man hier zu einem Satz, den ich ganz exemplarisch finde und den ich gerne einmal aufgreifen möchte. Lästern schafft Aufmerksamkeit, Abwechslung von der aktuellen Arbeit und schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich war einmal in einer Agentur, da war ein Softwareprojekt in extremer Schieflage und der Chef hat gleichzeitig ein Buch über eine digitale Transformation gelesen. Daraufhin wurde noch kein Daily für die Abteilung der Entwickler eingeführt, aber ein sogenanntes Weekly. Das heißt, man hat sich montags morgens getroffen, um die Absprache zur Woche zu machen. Das war der erste Schritt in die agile Arbeitsmethode und vielleicht auch der letzte, der hier gegangen worden ist. Tatsächlich hat sich diese Gruppe dann montags morgens immer eine halbe Stunde in einem Meetingraum getroffen und über alles kollegial abgelästert. Hier hatte auch gerade ein neuer CTO angefangen, der das ebenfalls unterstützt hat, sich alles angehört hat und eben halt so mehr oder weniger als Buddy in die Gruppe eingebracht hat. Mir hat das nicht so gefallen. Ich habe auch gar keinen Sinn darin gesehen, an diesen Meetings teilzunehmen, da es eben halt auch nicht um Fachlichkeit ging und meine Laune total auf den Boden geholt hat. Eine echt schlimme Sache, super nervig und ich eben halt damit auch schon sonntagsabends wusste, boah, morgen früh wieder diese Höllenrunde und dann hast du einfach einen völlig beschissenen Montag. Vielleicht war das auch einer der Initialzündungen bei mir, als 4-Stunden-Startup den Montag dann frei zu machen und mich hier auf Never Code Alone zu konzentrieren. Zusammenfassend kann man allerdings sagen, dass der Montag und meine Arbeitsleistung für die Firma weggebrochen ist und ich am Ende auch dort ausgeschieden bin. Meine Frage an euch ist also, was versteht ihr unter dem Begriff Lästern? Trennt ihr das in menschliches Lästern und Lästern über Fachlichkeiten oder hängt das immer sehr eng zusammen? Diese Woche hatte ich noch Gespräche mit Entwicklern, die gesagt haben, dass Lästern ganz normal zum Entwicklerleben dazugehört.
Entwickler müssen das machen. Das wäre eben halt eine Art Umgangssprache. So eine Art Malocher-Pott-Slang, den es ja hier vielleicht in Duisburg ganz besonders gibt. Also diese Malocher-Mentalität. Boah, ich muss den Scheiß hier aber fertig machen. Weiß ich nicht ganz genau. Mein Leben ist Softwarequalität, Passion. Ich möchte mein Werkstück der Programmierung ständig verbessern. Ich möchte stolz auf meine Arbeit sein und ich möchte mich auch selber weiterbringen und hier echt Ahnung von dem haben, was ich tue und zufrieden sein. Jedes Mal sehe ich auch beim Lästern, gerade über Projektzustände, dass das nicht geändert wird und nach vorne geht, sondern dass es eben halt die Leidenschaft nimmt. Und damit habe ich echt ein großes Problem. Hier kann ich mich nicht richtig entfalten und hier fühle ich mich persönlich auch nicht wohl. Und ich glaube, vielen von euch da draußen geht es ähnlich. Wenn immer schwarz gemalt wird, glaubt man eben halt auch irgendwann, dass die Welt schwarz ist. Wenn einem immer erzählt wird, dass alle Projekte Legacy sind und alle Projekte nur Schmerz und Arbeit nach weiteren Jahren machen, nicht mehr updatefähig sind und man diese Projekte und toten Pferde immer nur am Leben erhalten muss, dann glaubt man vielleicht gar nicht mehr an die neuen und tollen Möglichkeiten, die es mit neuen Technologien und Softwareversionen gibt. Was das Thema Lästern über Mitarbeiter und Kollegen angeht, kann ich hier nochmal ein Zitat von Stefan Reuter aufgreifen. Ob beruflich oder privat, wenn Menschen über Menschen schwätzen, verhalten sie sich dabei so oft arrogant, dass das nur mit einer gewissen menschlichen Kälte geht. Dabei ist die Erklärung dafür ganz banal. Wer es nötig hat, einen anderen zu demontieren, kleinzureden oder niederzumachen, ohne dass derjenige sich wehren kann, oder diejenige natürlich, lästern ist auch häufig etwas gegen Projektmanager und Projektmanagerinnen, so wie ich das jetzt aus dem Austausch mit Entwicklern verstanden habe. Die Lästerrunde, die Montags-Lästerrunde, hat übrigens auch immer ganz speziell über eine Projektmanagerin hergezogen. Das fand ich auch nochmal richtig fies. Der hat ein Problem mit seinem eigenen Selbstwertgefühl. So endet auf jeden Fall das Zitat hier. Vielleicht lästere ich auch deshalb so wenig über Personen, weil ich eben halt ein ganz gutes Selbstwertgefühl habe. Aber es ist eben halt auch so bei mir, wenn mich jemand mal getriggert hat und ich einen Fokus darauf habe, dann ist es für mich sehr schwierig, den wieder abzugeben und hier zurück zu Neutralität zu kommen. Das war es auf jeden Fall erstmal von hier aus dem Homeoffice. Mir wäre wichtig, dass ihr eure Meinung dazu mir einmal mitteilt. Ihr macht das ja nicht immer öffentlich hier in den Kommentaren, sondern schreibt mich und sprecht mich hier auch viel auf die Videos hier an. Hier aber mal kurz der Hinweis, wenn ihr hier irgendetwas runterschreibt und es nur ein kleines Danke ist, hat das einen Social Media Score von 2,5, wie ich letztens auf einem SEO-Stammtisch gelernt habe. Von daher bitte ich euch einfach mal um Kommentare hier unter dem Video. Das wäre eine tolle Sache. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende. Bleibt grün und stark. Vielen Dank.